Das ist nicht der Zeitpunkt zum Angeln. Es hat auch Waffen an Bord. Alfred, damit können wir das Batmobil ausschalten. Mhm. Eine gute Idee. Ihr entkommt uns, Sir. Ach so, ich brauche Alfred, um hier durch die Flammen zu kommen wieder. Machen irgendwo wird ja was sein, was man brauchen kann. Ah, hier. Okay, das hier klappt bestimmt besser als das Batboot. Langsam gehen uns die Bat-Fahrzeuge aus. Wir müssen es zur Batwing-Konsole schaffen, Sir. Das ist unsere einzige Chance. Okay. Das hier nochmal rauf. Nochmal rauf. Nochmal.
weiß, wozu ich die noch brauche. So, funktioniert das auch nicht schlecht. Jetzt bin ich hier drüben. Ach so, jetzt doch hier. Hat aber eben nicht angezeigt. Oh, Bettkonsole kaputt. Klasse. Ja, das war unsere einzige Chance. Der Notcomputer, Sir. Ach ja, der Notcomputer. Thank you.
34 eigentlich. Das Batwing ist so gut wie startklar. Mhm. Das erinnert mich aber ein bisschen an Tron. Schieße ich mit dem Batwing ab oder was? Oh, was ist das? Giga Batman. Du, meine Güte! Ich wusste nicht mal, dass er das überhaupt kann. Ich habe Bruce noch nie so gesehen. Irgendwas muss seine Gedanken kontrollieren. Vielleicht ärgert sich Master Bruce nur, weil ich mit dem Batmobil zum Einkaufen gefahren bin. Oh, tot. Oh, tot. Wir müssen sicher sein, dass es funktioniert, um Master Bruces Willen. Wir müssen jetzt handeln, Sir. Thank you.
Ach. Master Bruce, bitte! Ihr Essen wird doch kalt! Nochmal! Oh. Wirklich immer verrückter. Die Batman-Melodie. Du, Batman. So, ein Glück habe ich es leise gemacht, sonst würdet ihr gleich natürlich wieder Content-ID geben. Ja, natürlich. Mach noch laut. Lass noch die Mucke die ganze Zeit laufen. Meine Fresse. So, jetzt ist aber weg. Sicher? Wie sollte ich denn sonst zu dir durchgedrungen sein, wenn nicht wegen deiner Gefühle? Gefühle haben damit nichts zu tun. Eine Konsole des Batmobils hat einen Kurzschluss. Der Elektroschock hat anscheinend die Gedankenkontrolle unterbrochen. Ich bin mir sicher, dass es meine Rede war. Es war eine gute Rede, Sir. Es war nicht die Rede. Die Frage ist, wer hat versucht, meinen Verstand zu kontrollieren? Und warum? Hawkman. Fusionskanone, werde ich die ganze Welt erpressen und so ihr Präsident werden. Aber Lex, Schätzchen, Präsident sein ist doch voll out. Grundy steckt fest. B-
böser Batman. Oh, nur 38%, ey, ist ja aber hier wirklich schwieriger, was zu bekommen, muss ich sagen, als in den anderen. Also es war in den anderen leichter. Unser Sensorenfeld hatte eine Fehlfunktion. Ich scanne jetzt das Objekt. Vorsicht, es sendet eine Art Gedankenkontrollstrahl. Ja, und nur durch meine Worte wurde dieser Bann wieder gebrochen. Das waren nicht deine Worte. Lieber Rampen, Alter! Du musst mal eine Diät machen, Grundy. Gell, ich krieg dir nicht zu fassen. Wunderbar, jetzt stinke ich auch. Sie hat doch mich gemeint. Schon gut, schon gut. Wir müssen uns beeilen, falls der echte Hawkman auftaucht. Oh, darum haben wir uns gekümmert. Gut gemacht, Joker. Warst du jemals im Weltraum, Grundy? Natürlich. Was ist der Weltraum? Das Objekt stammt nicht aus unserem Sonnensystem. Deine Berechnungen waren korrekt, maskierter Rächer. Ich weiß. Maskierter Rächer? Kommunikation zur Erde abgebrochen. Der Fehler scheint woanders zu liegen. Das lässt sich so nicht reparieren. Green Lantern, ich brauche jetzt deine Hilfe. Also jetzt mit Green Lantern und dem Manhunt, dem Marsianer, wo ich den Namen immer vergesse und nicht aussprechen kann. Martin Manhunt, glaube ich. So, aber ich würde jetzt ehrlich sagen, wir haben jetzt hier anderthalb Stunden fast gespielt. Wir haben jetzt 2 Level gemacht. Das reicht jetzt erstmal. Das soll ja auch kein Let's Play werden, das soll ja einfach nur sein, damit wir uns das Spiel mal angucken können. Und dass wir einen genaueren Überblick haben. Dann würde ich jetzt mal meine Bewertung machen. Oder meinen Kommentar dazu ablassen. Also ich bin wie immer schwer begeistert. Ist ja auch wieder ein Lego-Spiel. Also von daher, was soll man erwarten? Man kann wieder alles kaputt schlagen. Man kann alles Mögliche sammeln und kombinieren. Und hast du nicht gesehen. Hier ist diesmal auch mit diesen Anzügen mit drin. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Das finde ich echt geil. Aber ich habe selber das Gefühl, dass man jetzt diese 100%-Skala, dass man die jetzt nicht mehr so schnell erreicht wie in den Vorgängerspielen. Weil da hatte ich definitiv schon am Anfang immer 100%. Und den Typen kann ich auch nicht retten. Ich weiß es nicht. Muss ich mal, ja, irgendwie schaffe ich das schon mal. Aber auf jeden Fall, Story ist geil umgesetzt. Also es ist eine geile Story, was ich jetzt so bis jetzt weiß. 2 Fraktionen auf der Erde halt mit Joker und Lex Luthor und so. Und aus dem Weltall kommt denn jetzt noch Brainiac. Finde ich geil. Diese Doppelte. Die Charaktere sind auch wieder richtig geil. Vor allem diese bisschen Kommentare. Es ist zwar ab 6, aber ich finde diese... Die Lego-Spiele, die haben immer so eine Eigenart. Auch die Filme. Außer jetzt, ja, Lego The Movie ist da ein bisschen was anders. Aber an sich schon, da ist auch... Batman quatscht diese bisschen Kommentare. Der Emmett ist zwar blöd, aber die anderen halt klug. Aber ich finde diese bissigen Kommentare von Lego immer echt geil. Und die heitern das Spiel immer extrem auf. Ja, Story geil, Ton kann ich echt nicht meckern. Bis jetzt kam echt, die Geräusche kamen sehr realistisch rüber. Nicht irgendwie Piepen wurde nicht hingehört oder irgendwie, dass die Musik irgendwie nicht hier passt hat. Das ganze Drumherum, das ganze Ambiente ist sehr geil gewählt und geil umgesetzt. Wie ihr hier seht, überall, es leuchtet gerade überall rot, oben steht Alert, ja, also Alarm oder so, keine Ahnung. Ich finde es einfach geil. Also für mich auf jeden Fall positiv, echt geiles Spiel. Ich hoffe, ihr könnt euch damit mit der Gameplay Review ein bisschen helfen, eine Kaufentscheidung oder Nicht-Kaufentscheidung. Ich hoffe natürlich eine Kaufentscheidung. Wenn es euch gefallen hat,
Würde mich natürlich auf über einen Daumen nach oben freuen. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch Lego Batman eine Weile suchen, weil es echt Spaß macht. Bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal. Ahoi, sagt euer Odin.